Wir sind hier heute bei der Galliker Transport und Logistik AG. Ich besuche hier den Dani Lieb. Er bringt zukünftigen Asphalt-Cowboys das Fahren bei. Mit diesem Ungetüm sollte ich fahren. Der Laster ist fast 10 Meter lang und 4 Meter hoch. Ich habe mein Autopermi erst mit 41 gemacht. Und selbst für meine Familie bin ich kein gefragter Taxifahrer. Kommt euch das gut? Habe ich genug Talent? Cowboy mit 420 Pferd setzt sich an Steuerrad. Genau. Jetzt vom Sitz her. Dani Lieb ist ein lieber Kerl. Einer mit viel, viel Geduld. Und die braucht er. Er gehört zu den 5 Fahrlehrern am Galliker Hauptsitz. Bevor es losgeht, machen wir noch die Einstellungen für eine sichere Fahrt. Also das hätte ich nicht gedacht, dass sie mich voll im Rollen fahren. Das ist ja unglaublich. Dann fahren wir hier hinten und dann können wir bewegen auf einem Feld. Wieder schön patronieren. Hier ist schön gerade drauf zu fahren. Das war nicht. Ich habe aber bremsen. Jetzt tue ich wieder auf die Mitte, auf den Kran. Genau. Ja. Dann können wir die Handbremse anziehen. Genau. Ja. Und den grauen Knopf wieder drücken. Genau. Ja, super. Das wäre die, das war die erste Fahrversuche. Da kommen natürlich eben noch so Sachen dazu, wegen dem Spiegel, dass man sich auf den Spiegel schaut. Dann eben, wenn man auf der Straße ist, gerade auch, dass man sich zweckfinden kann, gerade für am Anfang. Ja, und nachher geht es dann eigentlich schon gleich auf die Straße. Hut ab von den Asphalt-Cowboys. Also mit mehreren hundert Rössern unterwegs zu sein, das war für mich eine rechte Herausforderung. Ich steige gerne wieder aufs Pony. Lesen Sie im Bötu von meinen Erlebnissen hier bei der Firma Galliker.